Also ich möchte euch herzlich begrüßen, auch die, die ich noch nicht begrüßt habe, heute Morgen. Seid herzlich willkommen, auch die das erste Mal da sind, fühlt euch einfach wohl. Und der allmächtige Gott soll uns wirklich heute Morgen hier begegnen. Und auch schon in der Lobpreiszeit war so gut. Aber wir müssen eins wissen, wir dürfen uns wirklich nicht von Gefühlen abhängig machen lassen. Weil bei mir ist es auch so, meine Gefühlswelt ist nicht mehr so, manchmal so ganz heiß. Und ich sage mir auch, Herr, ich möchte dich spüren. Ich brauche so deine Nähe und deine Gegenwart. Und wenn er sich dann bestätigt, du, ich bin da, egal wie deine Gefühle sind. Und das tut wirklich so gut, zu wissen, er ist da, egal wie deine Umstände sind, wie dein Leben ist. Meine Predigt heute Morgen, das Thema heißt Bewahrung durch Grenzen. Also durch Grenzen werden wir bewahrt. Das könnt ihr euer Ja dazu geben, gell? Durch Grenzen werden wir bewahrt. Grenzen werden oftmals von Menschen gesetzt und sie dienen uns zum Schutz. Und dann gibt es aber auch Grenzen, die Gott uns auch setzt, oder ich habe es genannt, die er uns schenkt. Und auch die dienen uns zum Schutz. In unserem Leben begegnen wir immer wieder Grenzen. Und manche Grenzen sind uns lästig. Wir würden sie gerne beiseite tun. Und Grenzen sind sehr wichtig für uns Menschen. Vor allen Dingen fängt es an bei kleinen Kindern, dass die Grenzen sehr wichtig sind, pädagogisch sehr wichtig, weil die Kinder lernen, sich in Grenzen zu bewegen. Das gibt ihnen Sicherheit. Die Grenzen sind wichtig für Kleinkinder, aber auch für Erwachsene. Grenzen begegnen uns, wenn wir in der Natur sind, begegnen uns Grenzen immer wieder. Da sind manchmal so Banderolen. Ihr wisst, dass wir es gerne als Wandern gehen. Und oftmals gibt es Banderolen, wo es heißt, Achtung, hier bitte nicht vorbeigehen. Also ich kann mich, oder heute Morgen habe ich mich daran wieder erinnert, hat der Heilige Geist mir gezeigt. Wir gingen einmal eine Strecke. Und da waren Bäume gefällt. Und es war eigentlich schon eine Banderole vorher, aber wir sind die als Gruppe gegangen. Vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern. Und was passiert mir? Ich bin natürlich gestürzt. Ich bin gestürzt, weil ich auch vielleicht von meinen Augen hier nicht immer so das alles so toll abschätzen kann. Und ich hatte mir das Knie aufgeschlagen. Also es ist immer wichtig, auch in der Natur, die Banderolen, die Stoppschilder zu beachten, ne? Straßenverkehr, es ist genauso wichtig zu beachten. Die Linie ist gezogen, dass ich die Mittellinie bis dahin nicht unbedingt weiter, wenn ich nicht überholen muss, weil sind sie durchgezogen, das darf ich nicht. Es sind immer wieder, begegnen wir diesen Grenzen. Und zum Beispiel auch, es gibt ja Moor. Wer kennt denn Moorlandschaften? Also wir haben hier eigentlich keine Moorlandschaften. Ich war auch noch nie in einem Moor, aber ich habe davon gehört, dass es sehr gefährlich ist, wenn wir im Moor umherirren und kennen dort die Wege nicht. Und ich denke, dass auch im Moor immer Zeichen gegeben sind, dorthin nicht gehen, denn du kannst versinken. Du wirst dort untergehen, wenn du den falschen Weg einschlägst. Im Arbeitsleben werden auch von dir Grenzen gefordert. Der Chef gibt dir einen Spielraum. Bis dorthin darfst du verfügen, bis dahin darfst du Entscheidungen treffen, aber nicht weiter. Und wenn du weiter Entscheidungen vielleicht triffst, die du nicht darfst, dann kannst du dich deine Stelle kosten. Grenzen in unserem Leben sind dazu da, um eingehalten zu werden, um sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Auch als ein Gotteskind werden mir Grenzen vor Augen geführt.
Und ich muss lernen zu vertrauen diesen Grenzen, die Gott mir in meinem Leben steckt. Grenzen sind wichtig. So wie das Kleinkind seinen Eltern vertraut, wenn es ein Nein gibt, so will ich Gott vertrauen, wenn es für mich ein Nein gibt. Und ich möchte mit uns Matthäus 7, 13 und 14 als erstes betrachten. Und wir kennen diese Stelle vom schmalen und vom breiten Weg. Aber ich möchte dahin nochmal zurück mal kommen zu dieser Stelle. Und wir lesen es mal vor, wie es da geschrieben steht. 7, 13 und 14. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf diesem Weg gehen, auf diesem breiten Weg. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Diese Aussage hier kann einen sehr, sehr traurig machen. Und dann kann man wieder Liebe bekommen für die Menschen, ne, Marco. Wenn wir das lesen, dass viele auf dem Weg sind in die Verdammnis und nicht sich auf dem schmalen Weg befinden. Auf diesem Weg, wenn ich mich entschieden habe, auf diesen Weg zu treten, und ich denke, heute Morgen sitzen wir hier und wir haben uns soweit alle entschieden, auf diesen schmalen Weg zu treten. Dieser schmale Weg ist ein Heiligungsweg, wie Ulrike gesagt hat in der Einleitung. Es ist ein Heiligungsweg. Wir haben den Fuß hineingesetzt. Wir sind durch die enge Pforte gegangen. Und diese enge Pforte ist Jesus Christus. Er hat uns gerufen, auf diesen schmalen Weg zu treten. Und wir haben Ja gesagt dazu. Wir sind auf diesen schmalen Weg gegangen. Wir haben diese Grenze, die gezogen war, von Menschen uns nicht dort hineinzubringen, diese Grenze, die mussten wir überschreiten. Eine Grenze, die gezogen ist oftmals wirklich von dieser Welt, durch Religiositäten, durch vielerlei Dinge, sind Grenzen manchmal auch gezogen, die uns nicht gut taten. Aber wir haben einen Schritt gewagt und sind auf den schmalen Weg getreten. Und auf diesem schmalen Weg, da geht es um Wachsamkeit. Wachsamkeit ist so wichtig. Wachsamkeit darum, dass wir nicht wieder den Fuß auf den breiten Weg hindurchbringen, dass wir sagen, okay, wir bleiben mit beiden Füßen im Reich Gottes, wir bleiben auf diesem Weg. In Matthäus 7, 21, dort heißt es dann, das können wir lesen, dass es auch die Grenzen, die Gott jetzt so gibt für unser Leben. Wir wissen, er hat uns die 10 Gebote gegeben, das sind auf jeden Fall Grenzen für unser Leben, an die wir uns dürfen wenden oder uns dürfen aneignen. Es sind gute Gebote. Sie werden dein Leben bereichern. Sie werden dich näher zum Herrn bringen. Sie werden dich nicht vom Herrn wegführen. Aber in Matthäus 7, 21 steht dann geschrieben, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es ist eine Aussage, wo wir denken, okay, Herr, ich sage gerne, Herr, Herr, bin ich noch in deinem richtigen Weg. Aber es kommt nicht darauf an, wie ich hier stehe, wie ich bete, wie ich rede, wie ich Herr, Herr sage, sondern stimmt mein Herz, ist mein Herz ausgerichtet auf den allmächtigen Gott und es wird Auswirkungen haben in meinem Leben. Es wird Auswirkungen haben, dass ich die Grenzen Gottes anfange zu beachten. Dass sie mir wichtig sind, die Grenzen, die der Herr mir gegeben hat, auch durch sein Wort, darin zu laufen.
Ich möchte so kurz noch zurückgehen, jetzt mal zu Zacharja 7, 11 bis 13. Und dort hatte Gott so mit seinem Volk so gehadert. Er hatte gehadert, weil sie nicht auf seinen Wegen gingen, weil sie sich für den breiten Weg entschieden hatten, aber dennoch irgendwie Herr, Herr gesagt haben. Und dann lese ich euch mal davor. 7, 9 und 10. Damit fängt es an. 7, 9 und 10. Dort steht dann geschrieben: Richtet nicht, und ein jeder erweise seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit. Und tut nicht Unrecht den Witwen, Waisen, Fremdlingen und Armen. Und denke keiner gegen seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Haben wir heute Morgen auch schon gehört. Wir können manchmal nicht genug Liebe haben für unseren Nächsten. Wir können manchmal den oder den nicht so, wir sagen in unserem Plattdeutsch, leiden. Ich mag den nicht so leiden können. Ich mag ihn nicht so. Aber das Wort Gottes sagt, erweise deinem Bruder, deinem Nächsten Erbarmen. Erbarme dich seiner. Und habe nichts Arges in deinem Herzen gegen deinen Nächsten. Und Gott hatte das dem Volk ausrichten lassen. Er hatte sich daran geärgert, dass ihr Herz verändert war, dass diese Gedanken kamen, die nicht gut waren. Und dann redet er weiter, und zwar in Zacharja 7, 11 bis 13, und dann sagt er dann dort Folgendes nochmal. 11 bis 13, aber sie wollten nicht aufmerken und kehrten mir den Rücken zu und verstockten ihre Ohren, um nicht zu hören. Und machten ihre Herzen hart wie Diamant, damit sie nicht hörten das Gesetz und die Worte, die der Herr Zebaoth durch seinen Geist sandte, durch die früheren Propheten. Daher ist so großer Zorn vom Herrn Zebaoth gekommen. Und jetzt sagt er noch Folgendes. Und es ist so ergangen, sagt er, Gott sagt, so ist es ergangen, gleich wie gepredigt wurde und sie nicht hörten, so wollte ich auch nicht hören, als sie riefen, spricht der Herr Zebaoth. Wir wissen, dass Gott ein guter Gott ist. Er ist ein absolut gnädiger Gott. Aber es kann wirklich sein, dass wenn wir anfangen, von dem schmalen Weg rauszutreten, wenn wir anfangen, in dieser Welt wieder mehr Gefallen zu haben, dass dann auch manchmal unsere Gebete wie eine Wand vor uns stehen. Sie dringen nicht zu Gott durch. Gott möchte, dass wir mit ihm wirklich eines Sinnes sind. Er möchte unsere Gebete gerne erhören, weil er uns unendlich liebt. Und manchmal passieren Dinge in unserem Leben. Und dann ist gefragt, wie gehe ich damit denn um, wenn ich irgendwo Dinge falsch gemacht habe und nicht mehr mich in seinen Grenzen bewege. Und was manchmal auch schlimm ist, was passieren kann, ist, wenn du aus Gottes Grenzen heraustrittst, dann fängst du vielleicht an, dir andere Grenzen zu ziehen. Und die Grenzen können ganz gravierend aussehen. Und zwar so, dass du sagst, ich lasse keinen mehr an mich ran, meine Grenze ziehe ich um mich rum und man zieht sich zurück. Das ist eine Gefahr, von falschen Grenzen in seinem Leben zu ziehen. Ziehe keine falschen Grenzen um dich herum. Wir haben manchmal Momente, wo wir sagen, wow, jetzt bin ich wirklich an meine Grenzen gekommen. Ihr kennt das vielleicht. Jetzt geht es noch gerade mal so, aber jetzt bin ich wirklich absolut am Ende an meinen Grenzen gekommen. Aber lass nie zu, dass du Grenzen und Mauern um dich ziehst,
dass dein Bruder oder deine Schwester keinen Zugang mehr zu dir finden. Das wäre fatal, denn wir sollen gemeinsam auf einem Weg gehen und unser Ziel ist der Himmel. Amen. Unser Ziel ist der Himmel. Und in Matthäus 7, 21, das hatten wir vorher ja schon gelesen, dass nicht nur die, die immer sagen, Herr, Herr, wie gesagt, sondern die, die klar und entschieden mit dem Herrn gehen und seinen Willen tun, das sind die, die auf seinem Weg bleiben. Wenn du anfängst zu sagen, ich brauche keine Ratschläge mehr, ich brauche keine Unterweisung mehr, dann hast du eine Mauer und eine Grenze um dich gezogen. Und das gilt es abzubauen. Bau Grenzen, die falsch sind in deinem Leben, ab und setz Grenzen, die gut sind. Galater 6, 7 und 8. Und das haben wir heute Morgen schon von Ulrike auch gehört, aber von Petrus, aus dem Petrusbrief. Lasst uns das mal noch lesen. Und Galater 6. Okay. 7 und 8, dort heißt es dann, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Worauf sähe ich? In meinem Leben, worauf vertraue ich? Und ich stelle mir auch so immer wieder die Frage, Herr, zeig mir, wo ich Grenzen verschoben habe. Ich muss wissen, wo habe ich Prioritäten falsch gesetzt, wo habe ich Grenzen verschoben. Zeig es mir einfach. Zeig es mir auf. Es gilt auch immer wieder, dass wir uns die Zeit nehmen, wirklich in Ruhe einfach mal vor den Herrn zu kommen. In Ruhe, um zu hören, was der Geist Gottes zu sagen hat. Wo widersetze ich mich denn den Grenzen, die Gott für mich auch hat? Wir haben allgemeine Grenzen von Gott empfangen. Aber es gibt auch Grenzen, die Gott dir persönlich gibt. Warum? Weil er weiß einfach, wo du deine Schwachstellen hast. Und er gibt dir persönlich auch Grenzen. Traue dich in diesen Grenzen, dich zu bewegen. In diesen Grenzen und überschreite diese Grenzen nicht. Eine Grenzüberschreitung ist für Gott kein Problem. Also ihm macht es nichts aus, wenn du Grenzen überschreitest. Es ist nur für uns ein Problem, aber nicht für Gott. Gott steht da. Er wartet, dass du wieder zurückkommst und über die Grenze wieder zurückkommst. Für ihn ist es kein Problem. 1. Johannes 1, 9. Dort steht dann auch geschrieben, wenn wir aber unsere Sünden, ich nenne sie mal unsere Grenzübertretung, bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Von aller Ungerechtigkeit reinigt der Herr dich und mich, wenn ich ihm meine Grenzübertretung bekenne. Wenn ich vor den Thron der Gnade komme. Natürlich ist es auch für mich so wichtig, mich zu überprüfen, mit wem lasse ich mich ein und was schaue ich, hat man auch am Sonntag gehört, was schaue ich mir an? Oder welche Broschüren lese ich? Wer bringt mich gerne weg von diesem geraden Weg, damit ich die Grenze übertrete? Gibt es da Menschen, die mich gerne wieder auf den anderen Weg ziehen? Hab einfach Acht, mit wem du auch Umgang hast. Und bewahre dein Herz mit allem Fleiß. Und segne diejenigen, wo du spürst, sie wollen dich wieder auf den breiten Weg ziehen. Segne sie und bete für sie. Trete ein Gebet für die Menschen, die noch nicht auf dem schmalen Weg sind.
auf dass sie nicht verloren gehen. Grenzübergänge wurden früher immer überwacht. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als wir nach Luxemburg, nach Frankreich gefahren sind? Du konntest nicht einfach so über die Grenze, oder? Nein, da saß immer einer, der aufpasste. Ein Zollbeamter nannte man den. Und er verlangte von uns immer den Personalausweis. Er hatte Acht darauf, dass niemand in das Land hinein oder hinüberging oder auch zurückkam, was nicht gut gewesen wäre, der vielleicht ein Verbrecher war. Aber auf jeden Fall wurden diese Grenzübergänge überwacht. Bei uns heute, in unserem Leben, in unserem christlichen Leben, haben wir auch einen Zollbeamten, sag ich mal. Das ist der Heilige Geist. Er ist der Zollbeamte. Er hat Acht drauf, wenn wir die Grenze wollen überschreiten. Er gibt uns ein Warnsignal. Er sagt ein Stopp. Und wie gut ist es, die Stimme unseres Herrn zu kennen, wenn wir in den Bereich hineinkommen, in den Grenzbereich, wo es dann einen Stopp gibt. Und wo ich mich ausweisen kann als Gottes Kind und dann doch entscheide, okay, ich bleibe in Gottes Land und betrete nicht das andere Land, ich bleibe in Gottes Land. Ich gehe entschieden diesen Weg, wo die Grenzen mir Schutz und Sicherheit bieten, die der Herr mir gegeben hat. Schutz und Sicherheit durch Grenzen, die der Herr uns schenkt. In Johannes 14, 26, dort heißt es dann ja auch, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist ist es, der euch an alles erinnert. Ladet ihn immer wieder ein, sprecht ruhig auch mit ihm, ihr dürft auch mit ihm reden. Sag immer wieder, Heiliger Geist, komm, zeige mir, was Wahrheit ist. Zeige mir die Grenzen auf. Gestatte es ihm, dir die Grenzen für dein Leben aufzuzeigen. Epheser 4, 30, dort heißt es dann auch, tut nichts, was den Heiligen... Ah, nee, stopp. Wir lesen zuerst mal aus der 29 und 30. Epheser 29 und 30, sammeln. Ich mache noch 29 dabei. Ich hatte das nachher noch umgewählt, und zwar, ich lese es euch aus der Luther, 29 und 30, dort heißt es, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und dann heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid, für den Tag der Erlösung. Und jetzt möchte ich euch diese Bibelstelle mal aus der Hoffnung für alle vorlesen. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein. Eine Wohltat für alle. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als ich das so las mit diesem... was den Heiligen Geist traurig macht, das hat in dem Moment mich so traurig gemacht, wo ich denke, oh ja, den Heiligen Geist will ich nicht traurig machen. Und als traurig macht, als Gott ihn euch schenkte, hat er euch ein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Und es hat mich, diese Stelle hat mich unheimlich berührt, aber noch mehr aus der Hoffnung für alle, weil so dieses traurig da stand. Ja, ich möchte den Heiligen Geist nicht traurig sehen oder dass er sich zurückzieht. Es gibt eine Stelle, das heißt, wenn wir ihn betrügen oder auch betrüben, wird er sich zurückziehen von uns. Ja, aber wenn er sich zurückzieht, was habe ich denn dann? Dann bin ich ja wieder genau wie vorher und ich lebe ohne den Heiligen Geist und übertrete Grenzen in meinem Leben. Wir brauchen diesen Heiligen Geist, der uns die Grenzen zeigt und der uns bewahrt
vor Unheil, vor Dummheiten, vor falschen Entscheidungen. Wir dürfen so lernen, unserem Gott unsere Wege hinzulegen und ihm zu vertrauen. Römer 13 möchte ich jetzt noch so zum Abschluss mit euch lesen, 11 bis 14. Dort steht geschrieben: Die Nacht ist vorgerückt. Wir müssen vom Schlaf aufstehen. Und unser... Wir müssen vom Schlaf aufstehen. Die Nacht ist vorgerückt, richtig. Ich lese es euch aber nochmal hier vor. Ich hatte jetzt nur meine Auslegung. Die Zeit ist vorgerückt. Also ich bin mir sicher, dass die Zeit vorgerückt ist. Heute stehen wir nicht mehr so da wie gestern und wir wissen auch nicht, was noch kommen wird in dieser Zeit, oder? Es ist böse Zeit, sagt das Wort Gottes. Und es ist wirklich die Nacht, sie ist vorgerückt. Ich lese es jetzt mal nochmal aus der Luther hier vor, 11 bis 14. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und ablegen die Waffen des Lichts. 13, 11 bis 14. Und dann heißt es noch: Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, sagt Luther, ja, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus, zieht ihn an und sorgt für das Leben nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Habt also Acht darauf, wie ihr euer Leben lebt. Die Zeit ist wirklich vorangeschritten. Sie ist vorangeschritten. Jesus Christus soll unser Herr sein. Der Heilige Geist durchstehen, geschehen Zeichen und Wunder. Und ich möchte die Zeichen und Wunder viel mehr sehen in unserem Leben. Ich merke so, dass momentan der Feind umhergeht und Päckchen verteilt, habe ich heute Morgen gesagt. Er verteilt so Päckchen. Päckchen mit gewissen Krankheiten, wo Menschen einfach geschwächt werden. Aber wir wissen, dass Gott größer ist. Amen. Die Kraft des Heiligen Geistes ist einfach größer. Und ich spreche heute Morgen auch Heil aus über all den Menschen, mit denen ich die letzte Zeit Kontakt hatte, von denen ich gehört habe, die krank sind. Ich spreche heute Morgen im Glauben Heilung aus, dass der Geist Gottes Heilungsströme jetzt fließen lässt. Ich gestatte dem Feind nicht, dass er die Kinder Gottes antastet und sie zunichte machen möchte. Wir gehören dem Herrn und wir wollen uns dafür entscheiden, in den Grenzen Gottes zu gehen. Und wir wollen für diese Welt ein Licht sein. Und wir wollen dieser Welt Heil bringen durch Jesus Christus. Amen. 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 Amen.